Hello, Ladies and Gentlemen. Willkommen oder willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Wir machen einen neuen Run. Und zwar mit Eve. Hör mal, mit Eve fehlt nur noch Satan. Dann machen wir das doch. Wir versuchen es jedenfalls. Might as well, ne? Das war ziemlich dumm. Nee, war es doch nicht. Weißt du was? Ach so, ich muss dich ja besiegen. Ich wollte gerade abhauen. Oh. Meine Güte. Manchmal denke ich mir, ich müsste ein GIF aus ein paar dieser Gegnern machen. So. Wahrscheinlich finde ich jetzt... Oh, 1% Chance Planetarium. Okay. Das kann nur eins bedeuten. Wir werden keine Schlüssel finden. Weißt du was? Ich muss das so machen. Ich traue mich nicht darunter. Hier ist mir zu viel los. Ihr seht schon, wie lange das dauert. Ich sag's euch, wir werden keine Schlüssel finden. Ich hoffe, ich vertue mich. Vielleicht können wir einen kaufen. Das wäre ja immerhin etwas, ne? Okay, wir haben Bomben. Wir könnten uns also eine Pille holen. Oder auch beide. Ja, ist okay. Nutze ich. Macht hier durchaus Sinn. Alright. Tooth and Nail. Ja, kann man machen. Eine Reroll-Maschine. Hm? Ich weiß. Ich hätte rerollen können, um den Schlüssel zu bekommen. Aber, naja. Wer hätte mir garantiert, dass ich den auch bekomme? Unsere letzte Chance. Oha. Na, damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Ihr glaubt gar nicht, wie häufig das passiert, dass man dann wirklich keinen Schlüssel findet. Das passiert nämlich sehr häufig. Ich hätte unten bomben sollen. Naja. Uranus, gut. Ice Tears, mag ich. Ein sehr gutes Item. Mit dem Ding hier, Tooth and Nail, können wir auch, ich sag mal, gratis in die Curse Rooms. Wenn ich es dann richtig time, werde ich das? Wahrscheinlich nicht. Aber unser Ziel diesmal ist ja gar nicht so schwer zu erreichen. Satan ist ja immerhin kein super ultra mega Endboss, sondern einfach nur ein Boss. Quatsch, wir brauchen das Blue Baby. Hier nicht Satan, sondern The Lamp. Was rede ich denn da? Blödsinn, Stuss. Trotzdem. Macht kaum einen Unterschied. Oh ja. War das notwendig? Really? Wieso habe ich nicht gewartet? I don't know. Vielleicht, weil ich vergessen habe, dass ich es habe. Okay, ich brauche auf jeden Fall weitere Soul Hearts. Sonst habe ich ein Problem. Und Schlüssel. Am besten zwei. Genau für hier. Das ist fast ein Schlüssel, aber ich rechne dir den Versuch hoch an. Ja, zwei Schlüssel wären echt wichtig.
Das ist an sich okay. Bringt nur semi etwas, aber na gut. Ja, ich habe den ganzen Shit. Ich habe meinen Buff verloren. Aber den kann ich mir wiederholen. Dann natürlich wieder die Überlegung, gehe ich in den Devil Deal? Jetzt habe ich schon ein Guppy-Item, ne? Macht schon Sinn irgendwo. Selbstverständlich kriege ich hier keine Schlüssel. Huh, knapp. Zwei normale Kisten und nicht ein Schlüssel rausbekommen. Ist eher nicht so selten. Eher nicht so gut. Genau genommen ist das sogar ziemlich selten. Dass wir mehrere Goldschlüssel-Truhen bekommen, das ist klar. Das kann ich verstehen. Dafür haben wir den Tail ja genommen. Mal schauen, wenn ich hier Health abbekomme, dann würde ich in den Devil Deal gehen, denke ich. Das sind Soul Hearts, okay. Kann ich auch jetzt holen. Ja. Ich könnte das holen. Sollte Squeezy mir nicht eigentlich... Soul Hearts? Ah. Wollte schon sagen. Ja gut. Definitiv gut, was wir da gemacht haben. Super ärgerlich dennoch, dass wir beides zurücklassen müssen. Shop und Item Room. Aber hey. Kann man leider nicht ändern. Ich hoffe nur, das passiert nicht allzu häufig. Denn ohne Items wird es ein bisschen schwierig. Ein paar Items? Okay. Ah. Sniped. Ach, und da oben komme ich wieder in nichts rein. Ich kann nicht fliegen. Wie gesagt, dass wir die nicht aufmachen können, finde ich gar nicht schlimm. Das ist halt ein Teil von Guppys Curse. Das ist okay. Achso, ich kann mir ja das Herz sogar holen. Ich habe ja nur noch einen. Ah ne, kann ich natürlich nicht. Meine Güte. Ich bin auf eure Kommentare wieder gespannt. Wisst ihr das? Ich habe das im Discord neulich geschrieben. Ich hatte irgendwo ein paar, da habe ich einfach 20 Dings gedroppt, Schlüssel, und hatte einfach nichts, gar nichts, wo ich sie hätte ausgeben können. Nicht mal, wenn ich es wollte. Und jetzt ist wieder genau das Gegenteil der Fall. Ärgerlicherweise. Kriege ich wirklich zwei Ebenen lang keinen einzigen Schlüssel? Ist das wirklich euer Ernst? Wird das echt so passieren? Ich meine, die Items aus dem Devil Deal hingegen sind echt gut, ne? Die wir da jetzt bekommen haben, das ist schon wirklich gut. Ja, lustig. Obwohl, da komme ich dran. Lieber wäre mir noch einer. Na, wir machen schon gut Damage, schaut. Anakin's Cookbook ist auch gut. Was wollte ich sagen? Ein Health-Container zu haben, ist auch gar nicht verkehrt tatsächlich. Ja, ich muss versuchen. Genau deswegen. Denn, damit kann ich dann quasi meinen Duster verwenden.
und kann es wieder aufladen, ohne permanentes Leben aufzugeben. Okay, Gimpy. Für ein Health. Nee. An sich. Oh, ich habe zwei. Ja. Naja. Immerhin können wir in den Shop gehen. Uff. Ah, Spirit Shackles. Nee, Simon's Chains. Ja, ich hätte vielleicht da unten die Kiste nicht aufmachen sollen. Irgendwie dachte ich, ich hatte kurz im Hinterkopf, dass wir das schon aufgemacht haben, aber habe ich mich wohl vertan. Gehen wir halt nicht in den Shop. Auf diese Chains hätte ich übrigens verzichten können, aber ist okay. Ist tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Haben wir halt. Was? Ja gut, ist eh nicht gespawnt, aber wir hätten eh gewusst, was drin ist. Von daher. Ja. Gut. Ich bin ehrlich, noch bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht reicht. Um Satan zu besiegen. Dafür zum Beispiel sind die Spirit Shackles jetzt gar nicht schlecht. Ach Quatsch, Samson's Chain meine ich. Denn wir können es kaputt machen. Genau so. Ja, jetzt bin ich auch gar nicht so enttäuscht darüber, dass ich Dings nicht mitgenommen habe. Little Gimpy. Denn 8% sind schon recht wenig Chancen. Wenn man bedenkt, ups, pff, man kriegt 2% pro Luck. Und jetzt habe ich gerade Luck verloren. Dann war das okay. Dann habe ich, glaube ich, keine falsche Wahl getroffen. Okay, gefunden haben wir noch nichts. Hier sind Batterien, die uns eigentlich wurscht sind. Ich könnte sie zwar holen, aber naja. Wow. Ich muss natürlich trotzdem aufpassen mit diesen Dingern hier. Kann mir auch zum Verhängnis werden. Dafür, dass wir Damage ab und die. Also das fühlt sich schon wieder nicht wie 8 Damage an. Oder? Vielleicht ist der Tier-Stat zu gering. Ja, auch sowas muss es geben. Ja. Ach komm schon. Dieser dumme Bodenbelag. Naja, vielleicht kriege ich ja noch Flug irgendwann. Das hätte ich gerne tatsächlich, aber werde ich wahrscheinlich nicht drankommen. Hm. Maggie's Bow, Health Up, Heals. Na, hat man noch nicht. Prinzipiell erstmal nicht gut, weil wir den Buff verlieren. Aber wenn er notwendig ist, können wir uns ja holen. Außerdem bin ich mir jetzt zu 99% sicher, dass wir Maggie's Bow noch nicht hatten. Ich weiß, dass wir sie freigespielt haben, aber ich glaube, wir hatten sie noch nicht eingesammelt. Wir haben sie mal irgendwo gesehen, das weiß ich noch, aber wir haben sie nicht mitgenommen. Angetäuscht. Nö, dann laufe ich auch nicht so weit zurück für den Sch. Obwohl. Aber nur aus einem Grund. Nämlich, ich kann beim Devil Bagger ein bisschen was geben. Ja. Ja, vielleicht gibt er uns einen Schlüssel.
Ah, klappt das denn nicht? Ach, ich versuch's lieber nicht. Na gut, komm her. Kein Payout. Black Hearts. When Isaac has no red hearts, kriegen wir Flight. Okay. Das kriege ich bestimmt bloß, mein Red Health. Ja. Braucht nur ein Devil Deal kommen. Eve ist wahrscheinlich ein Charakter, auf dem das wieder mehr Sinn macht. Es gibt andere, da würde ich es mir wahrscheinlich genau nicht mal vorstellen, es mitzunehmen. Aber auf der anderen Seite, hey, es war gratis. Es ist super, dass ihr mir so viel Geld gibt, aber wisst ihr, ich bräuchte auch eine Möglichkeit, um das auszugeben. Wenn... Nein, das bringt nichts, fällt mir gerade ein. Ich müsste es zweimal machen. So, jetzt habe ich Flug, oder was? Ja, habe ich tatsächlich. Und 10 Attack. Und wir kriegen immer mal wieder ein Schild, ne? Ja. Damokles, never. Nicht mit ihr. Gar keine Chance. Werde ich euch zeigen, wenn wir es mal mit The Lost kriegen. Aber effektiv ist es ein Item, wenn ihr es nicht gelesen habt. Alle unsere Rewards, die wir kriegen, aus sämtlichen Kisten, Item Rooms, Shops, was auch immer, you call it, wird verdoppelt. Aber sobald wir einmal getroffen wurden, sind wir auf einem Timer. Und dann haben wir irgendwie jeden Frame eine 3... oder alle 60 Sekunden eine 3%ige Chance, dass wir sofort sterben. Irgendwie so war's. To random hearts. Okay. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Und die Chance ist auch nicht so sonderlich hoch. Aber, nein. Wenn ihr natürlich einen Charakter habt wie The Lost, der eh nicht getroffen werden kann, sodass das niemals triggert. Geil. Viele Gegner, viele Gegner. Logischerweise nicht. Schade, dass das nicht die Karte war, die alles in Schlüssel verwandelt. Aber wir haben auf jeden Fall einen Vorrat an Soul Hearts. Oh ja, ich bin ja gar nicht mehr mit leer mit meinen Hearts. Nö, dann ebenso. Ich könnte mich darüber ärgern, brauche ich aber gar nicht, denn das kann ich sofort wieder neu machen. Juicy Sack machen wir aber erst, wenn wir noch ein halbes verloren haben. Das ist halt schon echt cool, ne? Musst dir über die explodierenden Gegner keine Gedanken machen. Duplicates all items in the room. Mhm. Ja. Mir fällt zwar erstmal nicht ein, wo ich es jetzt spontan verwenden kann, aber da finden wir bestimmt etwas. Wir sind bei 16 Minuten. Wird wahrscheinlich nichts mehr mit dem Boss Rush werden, denke ich. Aber ist auch gar nicht wild. So. Wir können fliegen. Und haben Schlüssel. Und haben ein halbes Herz. Das heißt, wir haben unseren Flug verloren. Ja. Gut getimt habe ich das. Aber wie gesagt. Können wir unten neu holen. Ist halt ein kleiner Umweg, mein Gott. Dann ist es halt so. Traumfänger. Wisst ihr, das macht normalerweise nie Sinn. Und ich werde es vergessen. Das garantiere ich euch. Aber, wenn ich es nicht vergesse, übrigens durch Maggies Bow verdoppeln sich die Werte von roten Herzen, die wir einsammeln. Also wenn wir ein volles Herz einsammeln, kriegen wir zwei volle Herzen. Ist so der Nebeneffekt davon. Das ist eigentlich für andere Charaktere ziemlich gut. Was wollte ich sagen? Wenn ich nicht vergesse und die Screen Transition direkt wieder wegklicke, dann sehen wir, was sich im Item Room befindet. Und normalerweise würde ich ja eh jeden Item Room aufsuchen, ne? Aber wenn meine Schlüssel so begrenzt sind, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, vorher zu wissen, was uns da erwartet.
Aber normalerweise vergesse ich's. Gut. Speed up. 2 für Maw of the Void. Ja, das nehmen wir. Und weißt du was? Warum soll ich es nicht nehmen? Taking Damage, Granted Damage Buff. Warum soll ich es nicht nehmen? Ich kann hier oben das Ding aufmachen. Normalerweise. Oh. Kann mir aber noch weiteres Health holen. Und das mache ich. Warum soll ich es nicht tun? Maw of the Void, gutes Item. Absolut. Ich gehe jetzt mittlerweile, fühle ich mich auch bereit. Jetzt glaube ich, brauche ich nicht mehr. Ah, ich könnte es hier. Ja, ich hätte es vorher machen sollen. Ich hätte es hier dupen sollen. Als der Raum voll war mit Soul Hearts. Aber hey, ich wusste nicht, was uns erwartet. Sollten wir irgendwo nochmal 2 Soul Hearts finden, würde ich die wahrscheinlich sogar dupen. Denn wir haben keinen geregelten Weg, um daran zu kommen. Wir können welche finden, aber luckabhängig. Ich habe übrigens nicht geskippt und habe trotzdem nicht hingeguckt. Gut, ne? What a smart boy I am. Oh. Was war das? Der Unicorn? Chariot, meine ich doch. Boah. Kann man machen. Aber das ist mir wichtiger. Gut. Holy Water. Irgendwie verfolgt mich das. Schon wieder du. Nee. Diesmal nicht. Das brauchen wir nicht mitzunehmen. Das schaffen wir nämlich nicht mehr zeitig. Ich hoffe einfach noch, dass wir den Shop finden. Das wäre nämlich ziemlich cool. Kann man machen. Ja, hier drinne wäre natürlich die Chance hoch auf Soul Hearts. Und das ist wahrscheinlich besser als mein Item, was ich da habe. Oh, Dead Cat. Gibt mir das nicht einfach nur ein Herzcontainer? Ja. Ja, kann man machen. Kann man machen. Passiert nicht häufig, aber manchmal passiert das eben, ne? Ja, Dead Cat gibt uns quasi, also nimmt uns alles weg, bis auf einen Herzcontainer von der Ressource, die wir halt haben können. Und da sie hier nun mal Red Health tragen kann, auch wenn sie gerade keins hatte, kriegen wir halt ein Red Health. Heißt natürlich aber auch wieder, dass ich jetzt gerade erstmal nicht fliegen kann. Aber das kann ich ja jederzeit loswerden, ne? Ich liebe Maw of the Void so sehr. So ein gutes Item. Jar of Flies, so ein Kack-Item. Weißt du, ich bin schon mal hier, ich schaff's zeitlich eh nicht mehr. Nimm mein Geld! Du wolltest aber nicht viel. Ja. Ich war gar nicht so weit davon weg, es zu schaffen. Wir haben gesagt, wir müssen nach unten. Gut. Es ist so hilfreich, dieses Vereisen. Wenn du dir keine Gedanken machen musst, wie nah oder wie weit weg du von Gegnern stehst, weil sie einfach nur eingefroren sind, das ist so angenehm. Okay. Wir haben noch die Chance darauf, Guppy zu bekommen. Fuck. Guppy zu bekommen. Ja. Ich brauche dennoch ein wenig was. Taking Damage depletes Red Hearts before Soul and Black Hearts. But can lower your shit. Nee, dann nur nicht. Hier und da ein kleines Soul Heart. Das würde mich glücklich machen.
Brauche ich Schlüssel noch? Ich, oh, cool. Solar Hearts. Ja, wir können übrigens Jera natürlich... Ja, wir können Jera natürlich in der Chest verwenden oben. Das Problem ist, das muss ich woanders machen und nicht im Startraum. Andersrum vielleicht doch. Weil ich glaube, der Startraum ist auch davon beeinflusst, dass ich nur... Also, sobald ich quasi ein Item genommen habe, verschwinden alle anderen. Ne, Moment. Ist das hier überhaupt so? Ne, ich glaube, ist noch nicht mal so. Ja. Little Horn... Na, ja. Warum nicht? Warum nicht? Curse of the Unknown. Schlüssel! Das heißt, die nächste... Oh, da oben geht's ja weiter. Die nächste goldene Kiste wird nicht von mir sicher sein. Wir sind schon echt stark. Kann man nicht anders sagen. Aber... Ich kenne Leute, Leute wie mich, die auch solche Runs noch verkacken. Logischerweise werde ich jetzt auch nicht dieses Ding hier dupen, nachdem ich gerade gesagt habe, ich dupe das oben. Wäre ja dumm, ne? Mom's Key, das wäre geil gewesen. Speaking of keys. Hä? Wer ist denn hier? Du bist hier. Ja, man kann ja mal gucken. Das. War da noch was? Nee. Das war's nicht so. Okay. Maybe. Nein. Maybe. Ups. Nein. Maybe. Bester Raum ever. Sehr schön. Sehr schön. Da habe ich mein Schild bekommen. Ich habe vergessen, wie lange es hält. Aber ich bin nicht hier, um es herauszufinden. Alright. Kann man mal schauen. Ja. Sacrificial Altar. Ne. Beim besten Willen nicht. Forget it. Warum sollte ich? Nur weil ich Kackbegleiter habe? Maybe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gleich vergesse, Jera einzusetzen? Half Red Heart ist nicht ganz so wichtig. Ja. So kann man seine Wisps natürlich auch aufgeben, ne? Wenn du dich gar nicht dagegen wehren kannst, dann wird es schwer. Okay. Ach, ich bin ja schon voll. Nicht gesehen. Absolut nicht gesehen. Emperor. Prinzipiell gut. Natürlich. Aber ich möchte ja Jera mitnehmen. Battery. Hm? Wow! Okay, ich muss nachher auf jeden Fall zurückgehen, denn da gibt's noch Shit. Da kann ich mir neue Herzen holen. Deswegen völlig wurscht, was hier passiert. So, lebt jetzt hier noch einer oder nicht? Nee. Zurück, da wo es zwei Herzen gibt. Nein. Wahrscheinlich sind wir auch recht nah beim Boss. Wenn mich mein innerer Kompass nicht trübt. Ich würde aber vermuten, wir müssen dafür links lang.
Warum gehe ich dann nach rechts? Gute Frage. Deshalb. Planetarium-Chance hoch. Wichtig. Nee. Wo schießt denn du hin? Da ist doch kein Mensch. Lass mich raten, da war wieder so ein Ding oben. Delirium brauchen wir nicht. Curse of the Blind? Obvious. Wie sollte es auch anders sein? Oh nein, da werde ich nichts einsammeln. Schade. Das wären alles Kisten. Alles Items. Aber das sehe ich nicht ein. Ich habe einen starken Run, den werde ich ziemlich sicher nicht versauen. Warum sollte ich es riskieren? Echt, super unlucky mal wieder. Curse of the Blind hier oben zu bekommen, tut halt immer richtig weh. Ne? Vor allem, wenn du bedenkst, wie viel du mitgenommen hast dahin. Die Jera Rune haben wir super early schon mitgenommen. Jetzt kommen wir nicht mal dazu, sie einzusetzen. Schade. Ich wünschte, ich hätte euch mehr zeigen können. Anyway. Ich denke, wir werden gleich bei The Lamp auf jeden Fall einmal den Razor verwenden. Schaut mal auf die Damage-Leiste von denen. Okay, jetzt war es doch nicht so sehr. Ich dachte, das wäre mehr. Boop. Ja, gesehen. Trotzdem noch in Ordnung. Oh, gibt es hier auch irgendwo kleine Räume? Also mit kleinen Gegnern statt immer nur Bossen. Warum beschwere ich mich so viel? Es gibt gar keinen Grund, sich zu beschweren. Wenn man sich beschweren will, dann über den Curse of the Blind. Guck mal. Boop. Ach, das wäre so lustig geworden. Glaub mir das. Aber kann man nichts machen. Hilft auch nichts, darüber nachzudenken. Guck mal hier, Poop. Kämpf gegen mein Vögelchen. Einfach nur nicht näher dran gehen, dann wird auch nicht viel passieren. Down it. Okay, ich habe mich nicht mal mehr bewegt. Alles klar. Ja. Cool. Wieder ein Video der Black Lipstick, der ruhigeren Art Whore Baby. Aber erfolgreich würde ich sagen.
Ja, sieht gut aus. Wir machen rapide Progress. Vielleicht werden wir beim nächsten Mal wieder einen Bethany Run versuchen. Oder mal wieder Keeper. Haben wir auch lange nicht mehr. Anyway, Leute, danke fürs Zuschauen bei The Binding of Isaac und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut.